Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen romantischen Abend. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gut geht. Ich freue mich, dass ihr hier am Start seid und ja, mir ist letztens on Stream mal was passiert und zwar bin ich samstags angekommen in den Stream und habe so gesagt, ja Leute, was habt ihr so heute an eurem Samstag vor? Und dann haben die Leute mir gesagt, es ist wirklich passiert, wahre Begebenheit, Tobi, es ist Sonntag. Ja, es war wirklich einfach Sonntag. Und so kam es mir heute so ein bisschen vor, denn normalerweise kommen die Patch Notes immer Dienstag und heute ist Montag. Und ich dachte, what the fuck, ist heute schon Dienstag? Nee, es ist Montag. Patch Notes 9.10 sind da und ja, ich würde sagen, gehen wir die einfach mal durch. Yumi kommt raus. Yumi, ja, beziehungsweise neue Champs kommen meistens nicht direkt mit dem Patch, sondern so ein, zwei Tage danach. Das heißt, so Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die Richtung könnte es sein. Vielleicht aber mit etwas Glück sogar morgen. Ja, für die Leute, die mein Yumi-Video nicht gesehen haben, kann ich euch gerne darauf vorbereiten. AD Carries. AD Carries sind ja die Spieler, die frohen Mutes in die Kluft gehen, die gut gelaunt sind, die sehr, sehr gutes Attitude haben, auch gar nichts surrendern wollen und grundsätzlich nicht tiltbar sind. Und für die ist dieser Supporter nämlich genau richtig. Es gibt da nämlich wahrscheinlich zwei Arten. Es gibt die einen Yumis, die, ja, quasi dann vielleicht sogar ihre Passive benutzen, von dir absteigen, Passive benutzen, dich schilden, richtig so ein bisschen, wirklich so schweißgetrieben versuchen, dir zu helfen. Und da ist Yumi, glaube ich, so, ja, es geht. Und dann gibt es die Yumis, die einfach denken, ja, hey, ich habe ein Spell, damit kann ich auf jemanden draufgehen, dann bleibe ich doch einfach da. Drück ab und zu meine Q und bin komplett useless. Diese Yumis wird sehr, sehr viel geben, gehe ich sehr stark von aus und deswegen mache ich mir auch überhaupt gar keine Sorgen, dass meine ADK-Spiele irgendwie 0-5 gehen, dass die tiltet werden oder irgendwie sowas. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Aber das Gute, was man ja berücksichtigen sollte, sollte diese Person denken, hey, sie geht doch vielleicht mal runter, um das Schild auszulösen. Dieser Champion hat so unglaublich wenig HP, dass er auf gar keinen Fall sofort One-Shot tot ist, wenn das ein Gegner abusen sollte. Na gut, kommen wir zu Brand. Brand wird jetzt noch ein bisschen heißer, miau miau. Und zwar hat er nämlich jetzt einen Abyss-Gang von 0,45. Das ist auf jeden Fall ganz nett und macht nochmal 20 mehr Damage auf der E. Klar, die E ist der Spell, den du, glaube ich, sogar als letztes Max. Das heißt, es ist wirklich absolut Late Game. Ich weiß nicht, wie es genau auf Support aussieht. Ich meine, die meisten Brands sind ja eher auf der Support Lane. Da könnte es sein, dass man es vielleicht ein bisschen früher Punkte reinmacht. Aber ja, ist definitiv nicht verkehrt, kann man machen, schadet ja nicht, ne? Geschenkte Flamme, schaust du nicht in die Ramme? Okay, lassen wir das. Caitlyn wird gebufft, die Yordle Snaptrap. Bei Caitlyn ist es so, dass du aktuell die Q maxst, ja, ist ganz cool, denn die W ist nur auf der ersten, beziehungsweise im Early Game stärker. Auf der ersten Stufe sind 20 und im Late Game ist es nämlich genau derselbe Wert. Das heißt, Q maxen, ein Punkt in die W, Profit. Klingt gut, ist gut, ist gut. Fiora, weiter geht's mit Fiora. Bei Fiora ist es so, Riposte kann Sachen blocken. Kennen wir alle. Und zwar ist es so, dass bei Brand und Cannon, die können ja Stacks drauf machen. Das heißt, Cannon macht diese drei Blitzstacks auf dich drauf. Und beim dritten wirst du ja dann gestunt und kriegst Damage. Und es war bisher so, dass wenn du den dritten abbekommen hast, das heißt, Cannon wirft so diesen Shuriken, also den Auto-Tech-Shuriken, der dich dann den Stack drauf macht, der wurde dann komplett geblockt, der Auto-Tech. Aber die Stacks waren immer noch da, zwei Stück. Das heißt, wenn Ken danach ein W macht oder ein Q macht, wirst du gestunt, ist scheiße. Jetzt ist es so, dass der Stun ausgelöst wird, aber natürlich geblockt wird und auf den Gegner dann gegebenenfalls zurückgeworfen wird und alle Stacks sind weg. Das ist also ein dicker Buff für Fiora, das ist ziemlich gut, ne, weil danach kannst du nicht direkt wieder weiter gestunt werden oder wie bei Braum zum Beispiel, ne. Das ist dann einfach weg, ist cool. Fiora ist aktuell auch gerade gar nicht so stark, aber ich denke, dadurch, dass die Tanks jetzt nach und nach immer mehr in die Kluft reinkommen, wird Fiora automatisch stärker werden. Graves. Graves ist ziemlich cool, wenn man ihn spielen könnte. Also, in meinen Augen ist das ein absoluter Elo-Booster-Champion-Gott. Ist jetzt gerade nicht ganz so gut in der Meta, so bei 47-48% Winrate, deswegen kriege ich hier auch einen Buff, 20 mehr Damage im Late-Game, im Early-Game relativ gleich. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, aber dieser Champion, ne, also wenn er mal ein bisschen stärker noch wird in der Kluft, du kannst damit so heftig Counter-Jungle. Ich meine, Range-Champs im Jungle sind sowieso schon komplett ekelhaft. Außerdem kannst du damit echt relativ gut ganken, wenn du weißt, wie ich meine, diese scheiß W-Slot um 50% und du siehst einfach nichts. Darkness. Und ja, Damage macht der Dude, der kann carryen, der kann Crit bauen, der ist relativ tanky, der hat Range, der hat einen ziemlich guten Clear und der böllert wie sonst was. Was will man mehr? Naja, leider int ich immer mit dem Champ, aber sonst wäre der echt cool. Master Yi, meine Freunde. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja gewisse Leute, ne, gerade YouTuber machen das immer ganz gerne. Hey, Master Yi wird gebufft, was denkt sich Riot? This gonna be broken, 100% gone sexual, heftig, Clickbait.
warum wird Master Yi gebufft? Ich persönlich werde sagen, Master Yi wird genervt. Das ist meine These, die ich hier in den Raum werfe. Ihr könnt das gerne anfechten, ne? Es ist ja nichts an der, nichts, keine Thesen hier an die Wand genagelt, an die Kirche. Aber ich werde erklären. Erstmal ist es so, fangen wir erstmal mit den Buffs an. So, die kleinen Buffs. Cast-Zeit wurde reduziert, beziehungsweise komplett entfernt. 0,1 Sekunden waren das auf der Q, ist weg. Buff. Bei der W meditieren 0,05 Sekunden, also kaum spürbar eigentlich. Wusste auch gar nicht, dass es eine Cast-Zeit hat. Ist jetzt auch weg, nochmal ein Buff. Allerdings geht's jetzt mit den Q weiter wieder. Die Q ist jetzt nämlich so, dass du ein Ziel Qs und sobald du das geQs hast, checkt die Q, ist noch ein Gegner in der Nähe. Ist ein Gegner in der Nähe, springt die Q weiter. Ne, sind da zum Beispiel 4 Gegner, Q, 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 bam, 4 Gegner getroffen. Sollte kein Gegner in der Nähe sein, dann sagt sich das System, hey, okay, ich greife dasselbe Ziel nochmal an. Ist ein bisschen wie Fiora Ultimate, sind wir mal ganz ehrlich. Wer kennt noch die alte Fiora Ultimate? Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Das waren noch Zeiten. Hydra plus Fiora Ultimate auf 3-4 Leute, das war ein Dream. Oh mein Gott, war das geil. Ja, auf jeden Fall ist es nämlich so, wie gesagt, der Blue Buff ist da und für sowas ist es nämlich auch sehr, sehr nice. Du Qs ihn, es ist kein Gegner in der Nähe, du Qs ihn nochmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dasselbe Ziel wird dann wirklich 4-mal hintereinander getroffen. Allerdings, Achtung, wichtig, der Schaden ist nur 25% und deswegen ist es gar nicht so heftig, wie man denkt. Der erste Q macht 100%, der zweite macht 25% von den 100%. Ne, das wären also quasi, sagen wir, wenn es 100 Schaden wären, wären es dann nur 25 Schaden. Und von den 25 Schaden werden wieder 25% nur gemacht und dann wieder 25%. Das heißt, das letzte Q macht einfach 3,79 Schaden oder so. Ja. Das ist also definitiv ein Buff. Wo ist es ein Buff? Erstmal, es ist ein Buff, in dem du, wenn du gegen nur eine Person kämpfst, weil mehr Damage ist mehr Damage, sind wir einfach ganz ehrlich. Ist geil. Ne, auch wenn es nur 25% von 0,345 sind, ist es ein Buff. Außerdem ist es geil im Jungle, wenn du zum Beispiel den Blue Buff hast, den Gromp, die zwei Golems am Anfang, den Red Buff, sogar bei den Wölfen stehen nur drei. Da ist überall Jungle Clear ein Buff, definitiv. Naja, und vielleicht soll es auch Master Yi ein bisschen auf die Top-Lane bringen, könnte man überlegen. Ne? Dann kannst du den Gegner auch mal One-on-One fighten, wenn gerade keine Minions da sind. Ist auch wieder hier ein Buff. Allerdings, und jetzt kommen wir zum Wuju-Style. Der Wuju-Style, für alle, die sich nicht auskennen, ich bin dann ja gerne immer so ein bisschen informiert, ist ja nicht jeder Master Yi-Main, hat eine aktive und eine passive Fertigkeit. Die aktive ist, kennen wir, du machst es an und mit jedem Schlitz machst du True Damage, sogar ziemlich viel. Wenn dieser Spell nicht an ist, also nicht auf Cooldown ist, kriegst du außerdem passiv 10% Attack Damage dazu. Permanent, einfach drauf. Ist geil. Ist geil, ist gerade natürlich im Early Game nicht so stark, aber je mehr du ins Game kommst, gerade mit Infernal Drakes und so weiter, ne, wird es richtig, richtig stark. Ne? Wenn du noch einen Baron bekommst, böllert diese 10% Attack Damage. Ich meine 10% Attack Damage, stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, euer Lieblingschamp und da sagt jemand hier, kriegt 10% Attack Damage oder AP Champ. Damage, ne? GG, außer ihr seid Sona, wobei Sona ja, Rakan vielleicht. Dann wäre es egal. Auf jeden Fall wurde das komplett weggenommen. Und jetzt kann man natürlich überlegen, okay. Naja, hier wurde was weggenommen, hier wurde was dazugenommen. Weiter geht's mit seiner Ultimate, die wird nämlich auch nochmal gechanged. Das Movement Speed war aktuell nämlich 25-45% Total Movement Speed, wie es hier steht. Ja. Jetzt ist es 35-55%, also 10% mehr Bonus Movement Speed. Wo ist der Unterschied? Total Movement Speed ist alles, was wir haben. Das heißt, du fängst mit, ich weiß nicht, Massia hat bestimmt so 335. Das ist schon mal der Total Movement Speed. Wenn du jetzt Schuhe draufpackst und auf 400 Movement Speed kommst, dann werden von den 400 Movement Speed 45% genommen. Bam! Geil! Schnell! Jetzt ist noch Bonus Movement Speed, weil Bonus Movement Speed heißt, alles, was oben drauf kommt auf diese 335. Das heißt, wenn du 400 hast, minus 335, diese Differenz, da packen wir 55% drauf. Das heißt, der Wert ist höher, aber im Endeffekt schlechter. Wenn du wirklich unglaublich schnell bist, Phantom Dancer kaufst und alle möglichen Shurelias oder was weiß ich, dann rennst du wirklich richtig, richtig, richtig schnell. Aber sonst ist das hier definitiv eigentlich erstmal ein Nerf. Und ja, im Prinzip fehlen dir jetzt diese Attack Damage. Im Early Game kann man das verargumentieren. Hey, du baust eh sehr viel Attack Speed, du baust dieses Attack Speed Jungle Item, du brauchst noch das Rage Blade, klar ist auch schon ein bisschen AD mit drin, das heißt im Early Game, ne, ist das mit der Q hier definitiv wahrscheinlich sogar ein Buff, aber je länger das Game geht, umso wichtiger wird diese Passive, beziehungsweise dass sie jetzt fehlt. Hier oben im Text steht, weil man das natürlich schwer sagen kann, für die, die viel Erfahrung mit Master Yi haben, werden jetzt keine großartigen Änderungen merken, ob er besser oder schlechter ist, aber er wird jetzt nicht mehr im Average, also durchschnittlichen Play, so stark dominieren. Das heißt, man kann hier raushören, ja, es handelt sich tatsächlich wahrscheinlich um einen Nerf. Denn
man muss sagen, dass die E gerade im Late Game komplett durchballert. Und die Leute, die immer sagen, hey, du musst Masi nur CC'en, das ist nämlich völliger Quatsch. Du kannst Masi gar nicht CC'en. Er hat immer seine Q, womit er Spells dodgen kann. Und wirklich Leute, die ein bisschen mit Masi Ahnung haben, die packen einfach Punkte dieser Tenacity-Rune in die gelbe und machen Mercury Boots und dann bist du nach 0,1 Sekunden wieder aus dem CC raus. Aber warum das noch ein richtiger, durchschlagender Nerf ist, kommen wir nachher zu. Riven. Riven ist aktuell, meiner Meinung nach, der absolute Must-Ban-Chap. Habt ihr das gleiche Feeling wie ich? Also ich ban immer Riven, jedes Game instant. Dieser Chap ist komplett gigabroken. Vermutlich einfach durch Spear of Shojin. Ja, bei ihr kriege ich eine ganz coole Änderung. Man muss Änderung sagen, das heißt weder Buff noch Nerf. Es ist ein Change. Ja, sowohl als auch. Q, pardon, hat jetzt weniger Cooldown. Das heißt im Early Game direkt eine Sekunde weniger. Dafür im Late Game, beziehungsweise ab Stufe 9, weil sie 5 Punkte drin hat, 3 Sekunden weniger. Und hier muss man natürlich berücksichtigen, sie kann ihre Q schon casten und währenddessen laufen schon die 10 Sekunden runter. Minus 40% Cooldown Reduction, ich weiß nicht, ob die sogar mit 45 spielen, weiß ich nicht. Aber das heißt, der Spell ist spambar, der ist permanent ready. Ja, kann man jetzt schon mal sagen. Bei der E ist es allerdings ein Nerf. Denn dieser Spell hat auf Stufe 1 direkt 4 Sekunden mehr und im Late Game auch 4 Sekunden mehr. Overall würde ich erstmal sagen, es ist ein Nerf. Denn dadurch kann Riven viel, viel weniger aggressiv in der Lane spielen. Und ihr müsst natürlich berücksichtigen, ihr packt erstmal nur einen Punkt in die E rein, außer ihr habt ein richtig hartes Matchup. Und dadurch habt ihr die ganze Laning Phase, bis ihr den zweiten Punkt reinmacht, 4 Sekunden mehr auf der E. Das tut schon definitiv sehr, sehr weh, muss man sagen. Das tut definitiv weh. Finde ich aber gut. Man sagt, hey, du darfst böllern, du sollst böllern, du musst böllern, aber du bist nicht mehr unsterblich, währenddessen du das machst. Finde ich, ist eine gute Idee. Wirklich. Ich meine, mit Spear of Shojin kann sie trotzdem noch spammen, wenn wir ehrlich sind. Chaco kann jetzt aussuchen, wo er seinen Klon hinmacht. Das heißt, da, wo ihr euren Cursor hinmacht, wird auch der Klon hingespawnt. Ist eine coole Idee, gibt ihm ein bisschen mehr Verlässlichkeit. Soraka wurde ja genervt, wird jetzt wieder gebufft. Das heißt, ihre Q gibt ein bisschen mehr Move on Speed und es sinkt nicht mehr so schnell, sondern es sinkt signifikant nicht mehr so schnell. Ja, das heißt, ihr seid länger schnell. Tryndamere, meine Freunde, wird gebufft. Ja, ich bin ja Tryndamere Main. Weniger Cooldown auf quasi jeder Stufe eine Sekunde, dafür allerdings weniger AP-Ratio. Das mit der AP-Ratio tut schon weh, muss ich sagen, weil das könnte so ein bisschen RIP Tryndamere sein, denn die E ist halt sein einziger AP-Damage-Spell und 20% ist schon echt das Prozentpunkte. Das schmerzt schon wirklich. Eine Sekunde ist aber giga viel. Erstmal ist das für AD Tryndamere ein Win-Win. Na, den interessiert der AP-Scan überhaupt gar nicht. Und hier muss man sagen, eine Sekunde ist deswegen richtig krass, weil wenn du einen Black Cleaver oder generell Crit hast, dann reduzierst du das ja noch. Das heißt, du gehst hier, na, wenn du da jetzt, sagen wir einfach, 30% Cooldown Reduction noch drauf packst, dann bist du da, keine Ahnung, was es ist, irgendwo bei 6 oder 5 Sekunden. Und wenn du zweimal crittest, ein Crit auf den Champion sind 2 Sekunden runter, na, crittest zweimal, dann hast du 4 Sekunden runter. Das heißt, du kannst instant wieder, also das ist super gut, kann man. Das ist mehr, als es aussieht. Vayne wird genervt, finde ich cool. Denn Vayne ist ein Champion, der sollte im Late Game krass sein, aber sie ist meistens schon im Early Game krass. Deswegen, ihre Ultimate hat jetzt 30, 40, 50% Tumble Cooldown Reduction. Ist cool. Ne? Das heißt, im Late Game immer noch so stark, im Early Game ein bisschen weniger stark. Vayne ist sowieso viel zu stark, weil wir haben eine Meta, die Tanks kommen zwar gerade, aber es ist noch so eine Übergangsmeta. Das heißt, es gibt auch viele Non-Tanks und trotzdem ist sie Meta. Und ein AD Carry, der gegen Tanks ist, in einer Meta, wo gerade nicht unglaublich viele Tanks sind, schwierig. Xin Zhao. Xin Zhao stärkt sein Early Game und dadurch, dass die Taunties, ja, wichtiger Punkt für ihn, die konnte er immer richtig geil contesten, jetzt delayed sind, fehlt es ein bisschen Early Game bei ihm, deswegen kriegt er einen Buff. Weniger Cooldown auf dem Talon Strike ist nett. Kann man machen. Zyra, Pflanzen halten jetzt ein bisschen besser aus und der Sense Reaver macht ein bisschen mehr Schaden. Man könnte jetzt langsam überlegen, bei Jhin gibt es ja die Variante, dass man Doppel-Infinity Edge baut, dass man jetzt vielleicht sagt, Infinity Edge ist Sense Reaver. Hat immer noch ein bisschen weniger D, aber dafür hast du ziemlich viel CDR oben drauf. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ja, ich möchte meine Hand heben, einfach so, warum auch nicht, warum Master Yi genervt wird. Denn Ginsus Rage Blade. Ginsus Rage Blade macht jetzt nur noch alle 3 Auto-Attacks den Effekt. Dafür, weil das ein Nerf ist, hat es jetzt mehr Armor Penetration und mehr Magic Penetration. Wir können ja kurz durchgehen, für wen ist das ein Buff, für wen ist das ein Nerf. Für Master Yi ist das Giga-Nerf. Es ist ein Giga-Giga-Giga-Nerf für Master Yi. Also, das ist was, das Rageblade macht Master Yi halt richtig heftig. Magic Penetration braucht er überhaupt nicht und Armor Penetration braucht er auch überhaupt nicht, weil er meistens mit Conqueror spielt und außerdem seine E hat, die True Damage macht. Das heißt, den interessiert das hier mit dem Armor gar nicht so sehr und dass das hier genervt wird, das tut gigamäßig weh.
ne? Wer könnte daraus profitieren? Ich denke, für Kayle könnte es ein Buff sein, weil Armor und Magic Penetration, sie macht ja so Hybrid-Damage. Also für alle Champions, die Hybrid-Damage machen, ist das geil. Aber wer macht denn überhaupt Hybrid-Damage? Also für Corki... Ne, Corki baut man das gar nicht. Gibt's denn... Für wen ist denn das jetzt gut? Wer braucht denn beide Penetration-Werte? Mir fällt gerade keiner ein, aber es gibt bestimmt ein paar. Oder? Jax vielleicht, aber... Ja, weiß ich nicht. Es tut auf jeden Fall sehr, sehr weh. Ich glaube, das Item wird jetzt deutlich schlechter werden. Und Master Yi, das hier overall Nerf, Leute. Nerf, 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 Nerf. Vielleicht werden Master Yi-Spieler jetzt auf was anderes bauen. Crit? Keine Ahnung. Hunters Machete macht jetzt so, dass auch... Hotdogs. Dass die Monster den... also deine eigenen Monster, zum Beispiel die Zyra-Pflanze, den Effekt drauf machen. Ich frag mich, welche Jungler haben denn Monster? Elise könnte das sein, aber sonst... Gibt es? Weiß ich nicht. Ist, glaube ich, nicht so wirklich heftig. Runic Echo macht ein bisschen weniger Gold. Macht ein bisschen weniger Gold. Ist also schneller zu kriegen. Ist ganz nett. Vor allem, wenn man aggressiv spielt und gut im Game ist. Nerd Champions wie Evelyn und Elise freuen sich da auf jeden Fall. Vielleicht auch Gragas. Conqueror! Conqueror! Erneut ein Nerf! Auf Full 6 nur noch 8% statt 10% Damage stellt. Und das ist heftiger, als es klingt, weil... Na, es ist ja nicht nur 2 Damage, sondern auch Healing. Ja, das heißt... Der True Damage wird reduziert und das Healing, der Healing-Effekt ebenfalls. Tut auf jeden Fall weh. Welche Champions, die ich spiele, tut das weh? Trünnermeer, oh, der wurde gebufft. Jetzt wurde er ja doch genervt. Wobei, Trünnermeer kann man auch Press Attack zur Not spielen. Yasuo nervt das wieder. Yasuo ist sowieso richtig garbage. Yasuo muss eben, also mittlerweile ist Yasuo wirklich wieder richtig schlecht. Ja, Kindred habe ich ja mit Conqueror gespielt. Kayn spiele ich. Gibt es Leute wie euch, die auch mit Conqueror spielen? Ich glaube, bald wieder Electrocute auf Kayn angesagt. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es zwar gut, aber langsam wird die Rune echt schwach, habe ich das Gefühl. Und da gibt es noch ein paar Skins. Ja, das heißt hier so ein paar Aram-Changes und neue Skins. Der Ezreal-Skin sieht ziemlich cool aus. Der Luke-Skin, ja, hat ganz nette Animation. Der Katarina-Skin ist echt ganz nett bei Jace. Ich mag Jace nicht mehr. Irgendwie damals mochte ich ihn. Graves ist okay, Yumi. Yumi, ich würde euch empfehlen, den Skin nicht zu kaufen. Der Champion ist so klein, da siehst du kaum, ob der einen Skin hat oder nicht. Und ja, mit Prestige dazu muss ich wohl wahrscheinlich nichts mehr sagen, ne? Langsam ist genug, vor allem Lux-Skins. Ja, das war's mit den Patch Notes. Ich hab's jetzt ein bisschen schneller gemacht, damit es nicht zu lang wird. Das ist sowieso schon zu lang. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade habt. Hoffe, es geht euch gut. Und ja, auf Wiedersehen. Goodbye.